Mein Name ist Björn Pape und ich bin 34 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Gelnhausen. Mein Name ist Tomino Tascha, ich komme von der HSG 9 in Altenheim. Ich bin der Flo Henrich, bin jetzt 10 Jahre in der Schweiz gewesen. Ich bin Jonas Smolka, ich bin jetzt 19 Jahre alt und komme aus Friedberg. Ich bin Anton Thomissen, ich komme aus Norddeutschland, aus einem kleinen Dorf namens Westerwannfeld beim Nordostseekanal. Ich spiele im Rückraum, Rückraum Mitte und Rückraum links. Ich kann in allen Positionen im Rückraum spielen. Ich spiele unter anderem Rückraum links. Zuletzt war in meiner Station dann die Spielgemeinschaft aus Hüttenberg und Wetzlar, die Mittelhessen Youngsters. Ich darf hier die Mannschaft als Kreisläufer unterstützen und so ein bisschen in der Abwehr aufräumen oder mein Mann stehen. Ich bin tatsächlich schon seit 5 Jahren glücklich verheiratet, bin Vater seit 1,5 Jahren von unserem traumhaften Sohn. Ich bin 33 Jahre alt, ich habe jetzt hier den Reiz wieder nochmal jetzt Oberliga zu spielen mit Spaß und das Gemeinschaft mitzuerleben, und das ist so das, was fetterweise auszeichnet, und wenn man gut trainiert hat, gibt es auch noch was Kühles zu trinken, das ist wichtig. Es ist alles sehr familiär und es macht jedes Mal Spaß, hierher zu fahren. Torhüter Freddy Becker und Finn Sahm habe ich in der Jugend gespielt und dann dadurch die Kontakte entstanden und habe dann mit einem Gespräch mit Martin Peschkitz. Das war meine erste Ansprechperson, der Martin. Ich kenne ihn noch als kleiner Bub, wo er in Holstein gespielt hatte und ich als kleiner Bub ihm zugeguckt hatte, und nach 2 Bier war die Sache erledigt gewesen schon. Studiumbedingt, wo ich jetzt nach Frankfurt muss, war natürlich Petterweil ein Name, den man hier in der Gegend kennt. Ich habe vor 2 Jahren eigentlich meine aktive Laufbahn beendet und der Martin hat mich Anfang des Jahres irgendwann angerufen. Ein super sympathisches Telefonat und irgendwie zack, ging ein halbes Jahr rum und dann war ich auch schon wieder hier. Ich bin zum Studieren nach Frankfurt gezogen, studiere Business Administration und habe dann durch meinen alten Verein, durch meinen alten Trainer den Kontakt zum TV Petterweil bekommen. Ich war vorher in der Physiotherapie tätig als Reha-Trainer und jetzt bin ich selbstständiger Athletik- und Personal-Trainer. Meine Frau kommt aus Gelnhausen und da sind wir wieder zurückgegangen aus Gelnhausen. Und ich arbeite weiter in der Schweiz, aber von zu Hause aus. Also von Anfang an bin ich eigentlich gut in die Mannschaft reingekommen. Also tatsächlich trage ich schon sehr, sehr lange den Vollbart. Und ich kann tatsächlich die Namen fast alle aufzählen, die mir tatsächlich mal Harz in den Bart geschmiert haben, beziehungsweise im Bart gezogen haben. Aber ansonsten passiert eigentlich gar nichts. Glücklicherweise. Ich finde eigentlich die Balance zwischen Spaß und noch Ernsthaftigkeit ist gut in der Mannschaft. Also man merkt auch, dass die Jungs wirklich Bock haben. Alle locker drauf und ich freue mich auf die Saison. Ich freue mich tierisch auf das erste Saisonspiel. Ich freue mich hier auf die Kulisse. Ich habe einiges gehört von den Petterweiler Fans und ich freue mich, endlich im Trikot hier auflaufen zu dürfen, meine Familie auf der Tribüne zu sehen und natürlich auf die ersten Punkte hier in heimischer Halle.